Und während die Russen im Norden Tirols trainieren, haben wir eben gesehen, tun es die deutschen Nationalspieler, hoffentlich ohne Doping, ab heute in Südtirol. Bundestrainer Jogi Löw ist mit 20 der bisher 27 von ihm nominierten Kicker in Italien angekommen. 5 Bayern-Profis sowie Torwart Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona dürfen sich noch bis Freitag erholen. Und Toni Kroos von Real Madrid bekommt sogar kommt sogar erst nach dem Champions-League-Finale am Samstag. Trainingslager dauert dann bis zum 7. Juni und entscheidet darüber, wer denn übrig bleibt im 23-köpfigen deutschen WM-Kader.